Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich weiß, wir haben heute schlechtes Wetter. Und trotzdem haben wir unser Herz gefasst und sind kurz wenigstens mit zwei Runden vor die Kirche gegangen. An diesem Markustag. Und wir haben eigentlich den wichtigsten Teil der Predigt schon selber vollzogen. Geht hinaus in die ganze Welt. Diese kleine Prozession, die wir gemacht haben, ist sozusagen eine Einübung in den Impuls, der aus dem Evangelium selber kommt. Auch heute, die gesamtgesellschaftliche Situation, kann man auch nicht gerade als Schönwetterperiode bezeichnen. Da weht uns auch manches um die Ohren und manchen regnet es in den Hals hinein. Nun, und dennoch, ist das nicht ganz merkwürdig, dass Jesus Zeit seines Lebens eine kleine Gruppe von Menschen um sich sammelt, wie in konzentrischen Kreisen, 12 Apostel, 72 Jünger, zu denen Frauen gehören, und eine Masse in Palästina damals, die man nicht genau beziffern kann, die ihm mal nachfolgt, die ihn dann wieder verlässt, bis ihn am Schluss alle verlassen haben. Und ganz am Ende, nachdem er sein Leiden durchgestanden hat, nachdem er gestorben ist am Kreuz, nach diesem grauenvollen Prozess und dieser schrecklichen Passion, nach diesen Eindrücken erscheint er als der Lebendige, der Auferstandene vor den 12, vor den 11, sind ja nur noch 11. Und was vertraut er ihnen an? Nicht geht hier hin und dorthin, versucht mal, vielleicht habt ihr eine Idee. Geht hinaus in alle Welt. Das ist eigentlich etwas Unglaubliches, was er diesen Jüngern dort anvertraut. Wir müssen uns den Eindruck der Auferstehung vorstellen, dass der, als er in Not war, als er verhaftet war, eingekerkert, von den Massen verspottet, schließlich wie eine schändliche Figur, ein Verbrecher am Kreuz hing, waren alle weg. Und jetzt schenkt er ihnen den Eindruck, diesen lichtvollen, ja freudigen Eindruck, dass er lebt, dass nichts von dem, was er gesagt hat, verloren ist. Und er sammelt sie in sein gesprochenes Wort hinein. Er bezeugt alles, was er vorher gesagt hat, alles, was er ihnen vorbuchstabieren musste, was uns heute das Evangelium vorbuchstabiert. Alles das beginnt plötzlich zu leuchten in diesem Licht der Auferstehung, im Licht von Ostern, angesichts dessen, der lebendig ist. Und sie verstehen und sie gehen und predigen überall. Liebe Schwestern und Brüder, wie viele Energien könnten wir sparen? Wie viel gedrucktes Papier könnten wir sparen, wenn wir ein klein wenig von diesem Impuls des Evangeliums verstehen würden? Das ist unsere Aufgabe. Und es ist nicht die Rede davon, dass hier zuerst einmal eine große Schulung stattfindet, dass die Apostel sagen, oh, die ganze Welt ist aber vielleicht doch ein bisschen groß für uns, vielleicht müssen wir zunächst klein anfangen. Keine Rede davon. Vielleicht müssen wir zunächst gucken, dass wir Kreise bilden, die dann in der Lage sind, vielleicht hier hin und dorthin zu gehen. Nein, es sind die einzelnen Figuren der Apostel, die sich in alle Himmelsrichtungen aufmachen, mit nichts anderem, genau wie Jesus sie damals zu Lebzeiten ausgesandt hat, als dem Wort zur Umkehr und der Kraft, das Böse zu bannen in seinem Namen. Was hat sich daran bis heute geändert? Nichts. Wir sollten es endlich einmal tun. Wir sollten es versuchen. Wenn wir weniger darüber jammerten, dass wir so wenige sind und die Kraft, die wir zum Jammern verbrauchen, aus der Kraft des Evangeliums hineintragen in diese Welt, auch in unsere Kirche, die wie ein verrissener Laden im Moment aussieht, dann wäre viel gewonnen. Denn es ist die Kraft des Evangeliums, die bleibt. Es ist die Kraft des Auferstandenen selber. Jedes Wort, das Markus als Evangelist und die anderen uns aufgeschrieben haben, ist voller Energie, ist das Leben selber, weil Christus selber in ihm zu finden ist.